Nee, das war Sigi. Yeah.
Ja, 20 Jahre Corona-Häcksler, 20 Jahre Big X. Als jemand, der von der ersten Stunde an dabei sein durfte, werde ich doch oft gefragt, wie ist Corona eigentlich dazu gekommen, diese Entscheidung zu treffen, in ein so großes Projekt einzusteigen. Und dazu muss man vielleicht 25 Jahre zurückgehen. In den 90er Jahren etwa hat sich Krone ja aus der Bodenbearbeitung verabschiedet, um sich voll auf die Grünlandtechnik zu konzentrieren. Und damals hatten wir den Ladewagen, die Rundballenpresse und die Großpackenpresse ja schon im Programm. Und es fehlte als viertes Ernteverfahren eben der Grashäcksler. Wenn man sich mit Grashäckseln beschäftigt, ist man automatisch auch im Mais. Also ging es los, einen Maishäcksler, einen Grashäcksler entsprechend zu entwickeln. Wir hatten dann sehr viele Kunden befragt, haben die Kundenanforderungen zusammengefasst und auf der anderen Seite festgestellt, dass es doch sehr, sehr viele auch Patente unserer Wettbewerber gab, sodass wir bei vielen Dingen doch ganz neue Wege gehen mussten. Ich denke da an den Fahrantrieb, ich denke da an die Einzüge, sodass wir im Nachhinein doch eine ganz andere Maschine, eine viel modernere Maschine auf die Beine gestellt haben. Für mich war das immer ein sehr interessantes Projekt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur, dass man die Maschinen auch selber fahren konnte und durfte. Aber am schönsten für mich persönlich war es immer, wenn ich als Beifahrer bei einem Kunden, bei einem Fahrer auf der Kabine mitfahren konnte und erleben konnte, wie dieser Mann mit dieser Maschine umgeht, wie er sie beherrscht, wie er die Dinge nutzt, die eingebaut sind. Und dass er einem vor allen Dingen auch immer wieder wichtige Tipps geben konnte, mit denen wir dann wieder Verbesserungen in die Maschine einbauen konnten. Also diese Zusammenarbeit auch mit dem Kunden, mit den Fahrern, das war für mich immer auch ein persönliches Highlight. Als 2000 im Frühjahr 2000 durchsickerte, dass Krone sich mit dem Thema Feldhäcksler beschäftigt, war die Fachwelt bzw. die Landtechnik-Szene natürlich gespannt, was Krone da wohl aus dem Hut zaubert. Und als es im Mai 2000 dann soweit war, war natürlich die Überraschung groß, dass Krone mit so einem Innovationspaket kommt. Beispielsweise nennen möchte ich hier einmal den einzigartigen Gutfluss oder das Gutflusskonzept. Zum anderen war natürlich die Fachwelt davon überrascht, dass wir auch mit solcher hohen Leistung in den Markt geht. Ich nenne hier die Motorleistung, insbesondere für damalige Verhältnis, die außergewöhnliche PS-Zahl beim V8 von 605 PS oder damals noch nicht gekannt in diesem Segment ein V12 mit 780 PS. Und was die Fachwelt auch überrascht hat, war natürlich, dass Krone von Anfang an mit eigenen Vorsätzen kommt. Sprich, wir hatten von Anfang an eine eigene Pickup, ein eigenes Maisgebiss und davon war die Fachwelt doch am Anfang sehr überrascht. Wenn wir uns dann fragen, was hat eigentlich zum Erfolg dieses Feldhäckslers geführt, so liegt natürlich die Wahrheit auf dem Acker, beziehungsweise ich möchte sagen, das Ergebnis ist natürlich die Häckselqualität. Und das hat sich schnell herumgesprochen in der Fachwelt, dass Krone dort in puncto Häckselqualität neue Dimensionen setzt, neue Qualitätsmaßstäbe setzt. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir diesen Erfolgsweg so bestreiten konnten. Wir hatten natürlich auch ein wenig Glück. Anfang 2003, 2004, als wir auf den Markt kamen, verdoppelte sich zum Beispiel in Deutschland auch die Maisfläche. Es ging los mit Biogasanlagen und so hat sich natürlich dort unser Leistungspotenzial voll ausgespielt und wir konnten Kunden gewinnen, die natürlich diese Leistung abgefordert haben. Und hier, das muss man nochmal ganz deutlich erwähnen, sicherlich der Service. Service nicht nur aus dem eigenen Hause Krone und eine hervorragende Ersatzteilversorgung. Hier möchte ich vor allen Dingen auch mich bedanken bei all den vielen Vertriebspartnern, die auch dort uns unheimlich unterstützt haben. Natürlich 20 Jahre Feldhäcksler, man hat viele Schlüsselerlebnisse gehabt. Aber was macht einen besonders stolz, was freut einen besonders? Ich denke, wo wir alle stolz drauf sein können, ist einfach das Ergebnis, dass es einem Haus Krone als mittelständisches Unternehmen gelungen ist, in diesem doch sehr speziellen Marktsegment Fuß zu fassen und heute eine doch dominierende, will ich nicht sagen, aber eine doch sehr wichtige Rolle spielt. Und Krone ist heute weltweit bekannt für Top-Leistung, für Top-Häckselqualität und für einen Top-Service. Und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre Big X. 20 Jahre Big X, das sind 20 Jahre Leidenschaft für Technik,
20 Jahre Streben nach der besten Lösung und vor allen Dingen 20 Jahre Innovation. Innovation, die in vielen, vielen Fällen auf Sie als Kunden zurückgehen, weil Sie uns Ihre Ideen gebracht haben. Und deswegen haben wir in den frühen Jahren des Big X diesen auch Zuhörhäcksler genannt. Viele von Ihnen sind diesen Weg bis zur heutigen Technik mit uns gegangen. Viele von Ihnen haben tolle Zeit mit uns erlebt, aber auch natürlich schwierige, wie sie in jedem Innovationsprozess vorkommen. Dafür möchten wir uns heute im Namen des gesamten Krone-Teams bei Ihnen bedanken. Für die nächsten 20 Jahre haben wir noch viele gute Ideen in der Pipeline. Wir dürfen gespannt sein und wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie uns gewogen.